Hallo Felicitas. Hallo Axel. Wir wollen über ein Musical reden, einen Musicalfilm, der jetzt diesen Donnerstag erscheint. Ich war noch niemals in New York. Mit Musik von Udo Jürgens. Genau, und auch schon an diversen Theatern gelaufen, am Deutschen Theater monatelang. Also jeder kennt es. Und die Verfilmung ist jetzt auch mit sehr vielen bekannten deutschen Schauspielern, angefangen von Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Uwe Ochsenknecht, Michael Ostrowski und Pascal Aleardi. Alle sind mit dabei und da würde mich schon interessieren, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Also für mich hat es sich gelohnt. Also der Film war ein bisschen zu lang, aber es ist eine musikalische Kreuzfahrt. Manchmal erinnert es auch ein bisschen ans Traumschiff. Also zum Beispiel der Kapitän ist ständig betrunken. Es ist ein bisschen wieder auf der Titanic auch. Also Katharina Thalbach steht dann traurig und ohne Leonardo DiCaprio an der Reling und überlegt, wie kann ihr Leben weitergehen. Und Katharina Thalbach ist auch mein persönlicher Hit in dem Film. Also ich finde die Schauspielerin einfach großartig. Die hat eine schöne Bandbreite. Also ist sie da mehr die Französischlehrerin aus Hani und Nani oder ist sie die große Schauspielerin, die auch unter Thomas Brasch gespielt hat, in Domino oder so? Ist sie, also, oder ist es eine Mischung? Also sie kann ja so ziemlich alles. Also deswegen. Sie ist eine schöne Mischung aus ihren bisherigen Rollen. Also zum Beispiel, sie hatte ja auch damals in Berlin am Maxim Gorki Theater den Hauptmann von Köpenick inszeniert, von Zuckmayer mit dem Harald Juhnke Ja. in der Hauptrolle. Und Harald Juhnke ist ja bekannt für seine Alkoholprobleme und wenn er halt ausgefallen ist, dann hat sie die Rolle übernommen. Und später, als er dann nicht mehr spielen konnte, hat sie die Rolle komplett übernommen. Also sie ist einfach eine Komödiantin und sie ist auch eine ernsthafte Schauspielerin und ich liebe die Frau. Also allein wegen ihr lohnt sich auf Schon jeden Fall der allein Film. wegen ihr lohnt sich's. Den Moritz Bleibtreu zum Beispiel, den fand ich ein bisschen hölzern, aber der hatte so einen Filmsohn, der heißt Marlon Schramm, ist so 12, 13 Jahre alt und der war wirklich sehr witzig. Die Fräulein Schneider von den Geschwister Pfistern war dabei, die war auch witzig. Manchmal war es schon ein bisschen wie auf einer Karaoke-Party, aber niedlich und unterhaltsam. Und das zieht sich auch den ganzen Film über durch. Ich hatte irgendwo gelesen, dass einige Kritiker moniert hätten, das braucht 25 Minuten, bis das Schiff so ins Laufen kommt und dann geht die Fahrt aber gut ab. Also aber du würdest auch sagen, auch die ersten 25 Minuten sind okay. Das ist kein Ich hatte mich mit dem Trailer schon vorgewärmt, vielleicht lag es daran. Also ich bin gleich gut reingekommen und habe mich amüsiert. Ist halt viel mit älteren Damen, die dann auch mal wieder ein Liebesabenteuer erleben wollen und Synchronschwimmen an Bord. Und es ist einfach eine schöne Unterhaltung. Na, das ist doch, also dann trink auf einen Good Shot. Ich glaube, das ist eindeutig, Ja, fast eindeutig. hauptsächlich Good Shot.